Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack things. Und damit herzlich willkommen aus Schweden, Teil 2, Tag 3, so ist richtig. Wir sind gerade unterwegs hier. Wie geht's dir? Sehr gut, muss ich sagen. Ich habe schon wieder Hunger. Ja. Boah, das Ladeprotokoll gestern Abend. Hey Leute, ganz ehrlich, ich habe das ja in meiner Story geteilt. Das war einfach so eine Schade. Das ist leider kein Witz, das ist keine Übertreibung. Das ist die fucking Realität. Ich habe etwas über die Hälfte geschafft. Ich habe bis 4 Uhr morgens, glaube ich, schmerzend im Bett gelegen. Ab und zu bin ich mal eine Stunde weggepennt. Aber eher so ein Krampfschlaf. Aber am nächsten Tag bin ich aufgewacht. Und es läuft einfach alles. Und der Bauch ist flach. Das ist natürlich auch extrem wichtig. Was natürlich auch ganz, irgendwo ganz klar war. Ne? Weil ich meine, er sagt gestern Abend noch so ganz entspannt: Nein, kein Problem, ich krieg das alles rein. Ich so, ja, ja, ich schaff das. Genau, so. Dann habe ich 400 Gramm Nudeln in einem gefressen. So Reisnudeln haben wir. Ja, so Reisnudeln. Cool, richtig, ja. Viel Volumen plus viel Gemüse. Und Also, kleiner Reminder, wenn ihr sowas macht, macht das, was ich geplant hatte. Es in kleinen Etappen zu essen, sich 1 bis 1,5, 2 Stunden Zeit zu lassen und dann weiter zu essen. Und nicht so, wie ich es dann in der Realität getan habe, reingestopft, bis ich nicht mehr konnte und kurz vorm Kotzen war. Ja, das ist ein guter Tipp an der Stelle. Was liegt heute an? Er muss eigentlich nur essen. Es geht nochmal zum Friseur für dich. Wir machen nochmal den Bart fresh. Ich sehe aus wie ein Obdachloser. Und in der Zeit werde ich nochmal meinen Busen stehlern. Ich werde nochmal ins Stark-Gym gehen, wo im Übrigen gestern auch Branch Warren noch war, habe ich gesehen. Aber den haben wir wohl knapp verpasst. Vielleicht sind die heute aber auch nochmal da. Vielleicht kann ich davon ein paar Szenen einfangen. Müssen wir mal gucken, wer von uns die Cam mitnimmt. Oder du vielleicht. Naja, ja. Wir sehen das gleich nochmal. Ist ja auch das offizielle Gym der Veranstaltung. Was wahnsinnig geil ist. Das wusste ich tatsächlich nicht, aber habe das ja trotzdem rausgesucht. Und das ist sehr passend. Das Mal nicht gemacht haben. Beim letzten Mal waren wir in einem Scheiß-Gym. Könnt gerne die Vlogs nochmal aus Schweden gucken mit Flo. Luke und mir, da waren wir in so einem 24/7 und haben uns wirklich reingemogelt. Ja, da ohne Personal. Die Geräte waren trotzdem nicht schlecht, aber das, wo wir gestern waren, ist halt nochmal eine andere Nummer und ich bin sehr zufrieden. Deswegen, für mich gibt es noch ein Training, für dich heute nicht. Das heißt, ein Tag vor der Show wird jetzt nur relaxed und geladen. Nachher fliegt die erste halbe Triam rein und dann gibt es auch noch Farbe heute Abend und dann wird das ein gutes Paket. Wir haben allerdings einen sehr, sehr schweren Gegner. Dazu werden wir später noch ein bisschen was erzählen, aber jetzt geht es erstmal los hier. Und Wetter ist top. Liebe Grüße aus Schweden an dieser Stelle. Und hätten wir keinen harten Gegner, würde es auch keinen Spaß machen. Also, je mehr krasse Leute dort sind, desto mehr streng ich mich an und desto mehr Spaß macht das Ganze. So schaut's aus. Gewinnermentalität, liebe Leute. Und da stellt sich der Brustpump auch schon wieder ein. Liebe Freunde, ihr habt gesehen, ich mache Butterfly und jetzt als zweite Übung hier die Incline von Hammerstrench. Also es ist wirklich ein geiles Gym hier, ne? Ich feiere das so. Und vor allem immer gratis, ne? Für alle Bodybuilder, die jetzt hier sind, wegen des Wettkampfs, können hier halt gratis trainieren. Das ist geil. Ich habe mir gerade noch ein Pre-Workout hier gekauft, weil es keinen Shader gibt. Sorry, ich bin ein bisschen aus der Puste. Joa, ansonsten ist es nicht ganz so voll wie gestern hier heute. Natürlich ganz geil ist hier, aber ich pumpe es auch schon am Start. Deswegen kurze Satzpausen heute. Schauen wir mal, wann der Luke hier nochmal vorbeikommt. Der wollte mich gleich nochmal besuchen, kurz, wenn er beim Friseur fertig ist. Ja, Thomas Antonio habe ich gerade schon gesehen. Eine wahnsinnige Erscheinung. Habe ich zuletzt in Gera gesehen auf dem Olympcup. Und wer Thomas Antonio mal live gesehen hat, so muss ein T-Shirt am Arm sitzen. Zurück in der Unterkunft. Müssen wir jetzt hier nochmal ein bisschen was freimachen.
Wie das geht, seht ihr jetzt. Was ihr hier gerade seht, ist eine Rasur. Das heißt, wir haben das jetzt mal so gemacht, dass ich jetzt hier hinlegen kann, weil ich weiß, wie das ist. Man kann irgendwann nicht mehr so lange stehen. Und ist ziemlich voll. Vom Essen, ja. Genau. Und deswegen machen wir jetzt, also Rückseite passt soweit, Beine habe ich auch schon fertig. Jetzt machen wir noch die Vorderseite. Und dann gibt es gleich Farbe. So, sieht das jetzt aus mit Farbe drauf. Wir haben jetzt nicht zum x-tausendsten Mal gefilmt, wie das mit der Farbe geht. Das wisst ihr mittlerweile, wir haben einen Farbroller dabei. Und ja, ich habe jetzt hier erstmal 3 Schichten Top-Tan drauf geknallt. Und damit werden wir jetzt hier auch morgen den Übergang hier mit Make-up noch machen. Ich habe extra Make-up dabei. Und dann sieht das doch schon sehr, sehr gut aus. Das heißt, morgen ist um 5 Uhr Aufstehen angesagt. Und dann gibt es direkt auch nochmal was zu essen. Und dann werden wir rüber zur Halle fahren. Um 9 Uhr ist Luke morgen schon dran. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt uns natürlich gerne unterstützen, indem ihr hier den Channel abonniert. Das ist natürlich in erster Linie Unterstützung für mich, aber in dieser Weise natürlich auch für dich, weil du bist ja der Protagonist dieses Wochenendes und natürlich auch gerne mit den Affiliates unten in der Videobeschreibung mal einkaufen, weil dann können wir uns die ganze Scheiße hier auch demnächst noch leisten. Und ja, Glöckchen anklicken, wisst ihr. Ne? Und Teil 3 folgt morgen. Drückt uns die Daumen, so gut schlafen. Aber bislang läuft alles wirklich absolut nach Plan. Bis zum nächsten Mal.